Heute habe ich für euch 19 unglaublich coole Details in Assassin's Creed Odyssey. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Hier dreht sich alles rund um RPGs, wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk und The Witcher. Bleibt also mega gern mit dem Abo mit dabei, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, Punkt Nummer 1, den ich euch heute zeige, das ist die Crew auf dem Schiff. Die sieht sehr natürlich aus, die bewegt sich auch recht natürlich und ihr könnt beobachten, wie sie sich verhalten, wenn sie einfach mal gar nichts zu tun haben. Punkt Nummer 2, Krabben vergraben sich im Sand, wenn du näher kommst. Ziemlich cooles Detail. Viele von euch wissen ja, dass meine Schulter schon mehrmals operiert wurde. Video dazu verlinke ich euch hier oben. Das ist das, wo ich euch von dem Bahnunfall erzähle. Und deswegen habe ich natürlich nicht lange gezögert, bei dem Sponsor des heutigen Videos Ja zu sagen. Denn in Tennis Clash, vielen Dank fürs Sponsoring, kann ich tatsächlich wieder Tennis spielen. Das geht im Real Life nicht. Und deswegen fand ich das halt eigentlich ganz interessant. Tennis Clash ist ein Mobile-Spiel, bei dem ihr halt Tennis spielt, und zwar PvP-mäßig. Es gibt ein Equipment-System, leichte RPG-Elemente und täglich neuen Content, damit ihr auch immer weiter zocken könnt. Das Coole an dem Spiel ist, dass es gratis ist und ihr so ohne Kosten in die Welt von Tennis Clash einmarschieren könnt. Okay, das klang ein bisschen krass. Übrigens gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich. Ihr kriegt 200 Gems, 500 Gold, wenn ihr das benutzt. Mein persönliches Highlight ist natürlich das PvP in Tennis Clash und ihr könnt gegen andere echte Spieler dort antreten und die platt machen oder eben platt gemacht werden. Außerdem finde ich es cool, dass es verschiedene Outfits in diesem Spiel gibt, zum Beispiel den Oster-Jona oder den Standard-Jona. Abseits dessen gibt es auch noch andere Charaktere, zum Beispiel Miley. Es gibt einen Übungsmodus und in dem könnt ihr eben eure Skills verbessern. In dem Spiel heiße ich übrigens Fragnard, also worauf wartet ihr noch? Geh in die Videobeschreibung, klick auf den speziellen Link, unterstütze meinen Channel und erhalte 200 Gems, 500 Gold. Vielleicht sieht man sich dann demnächst in Tennis Clash. Machen wir aber weiter mit etwas anderem als Tennis, und zwar Assassin's Creed. Punkt Nummer 3, Hunde, die haben nämlich teils Herrchen, denen sie folgen. Wahrscheinlich auch Frauchen, finde ich aber recht süß, dass die Tierbegleiter dir dann oder beziehungsweise dem Herrchen so hinterher dackeln. Hinterherdackeln, kommt das daher? Wahrscheinlich. Punkt Nummer 4, Leichen erzeugen, Haiversammlung. Ich habe mir vorsichtshalber mal 3 Zivilisten an Bord genommen, die mal schön ins Meer geklatscht und ruckzuck waren da auf einmal 3 Haie, die richtig Bock hatten. Komisches Hobby, würde ich nicht weiterempfehlen. Punkt Nummer 5, sobald du dich an Bord deines Schiffs in den Segelmodus begibst, positionieren sich die Crewmember entsprechend und je nachdem, was du gerade machst, stehen sie immer anders. Ein ganz cooles Detail, wie ich finde. Punkt Nummer 6, Cassandra schüttelt Wasser von sich. Wenn ihr also im Wasser wart und an Land geht, dann schüttelt sie sich erstmal so ein bisschen trocken, wie ein Hündchen eigentlich. Also Alexios würde das auch machen. Müsst ihr mir glauben. Punkt Nummer 7. Wenn du stillstehst, dann kommt Ikaros vorbei. Das war auch schon in Assassin's Creed Origins so und auch in Odyssey kommt unser Adler, nicht mehr unsere Adlerdame, dann einfach mal kurz vorbei auf einen Schnack oder so. Also auf eine Unterhaltung. Ja. Punkt Nummer 8. Ikaros folgt dir auch, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist. Geh einfach mal in den Fotomodus, während du mit dem Schiff unterwegs bist und du wirst sehen, Ikaros ist bei dir. Der passt immer auf dich auf und wenn du V drückst, kommst du natürlich auch in die Vogelperspektive rein. Also alles safe. Keine Angst. Punkt Nummer 9. Delfine begleiten dein Schiff. Fährst du im Wasser an Delfinen vorbei, dann werden sie ein kleines Stück mit deinem Schiff mitschwimmen, solange wie sie eben mitkommen. Manchmal ist es sogar eine ganze Delfinhorde eigentlich ziemlich süß. Punkt Nummer 10. Cassandra humpelt, wenn du von großer Höhe springst. Zwar kannst du durch Fallschaden nicht sterben, aber Cassandra verletzt sich und nimmt keinen Schaden. Sehr logisch. In jedem Fall humpelt sie. Auch das hatten wir schon in Assassin's Creed Origins als cooles Feature. Punkt Nummer 11. Du duckst dich, wenn du beschossen wirst. Lass mal einen Gegner auf dich schießen und steh einfach nur rum und auf einmal wird Cassandra komische Duckbewegungen machen, um den Pfeilen eben zu entgehen, denn naja, lebende Zielscheibe sein ist nicht das niceste aller Zeiten. Punkt Nummer 12. Hühner bekämpfen dich, das wissen viele von euch, aber die machen das auch als Rudel. Merken sie also, dass da ein Huhn im Kampf mit dir ist, dann kommen die anderen Hühner. Ja, Hühner sind ja bekanntlich Rudeltiere und jagen auch im Rudel. Kappa. Punkt Nummer 13. Du kannst, während du rennst, aufsatteln. Bedeutet, du rufst dein Pferd, während du einfach unterwegs bist und mitten während des Sprints wirst du aufsatteln. Das Pferd rennt dir hinterher und du machst so einen richtig coolen Move. Sehr geiles Feature, um vor allem Zeit zu sparen. Punkt Nummer 14. Deine Pferde sterben, wenn du aus zu großer Höhe springst. Ist ja eigentlich auch logisch, aber da du nicht stirbst, hätte sich das übertragen können, irgendwie auf das Pferd. Wäre nicht logisch gewesen, aber gut, dass es so ist. In jedem Fall gibt es aber Punkt Nummer 15 und zwar gibt es 3 Pferde im Spiel, die nicht
sterben, wenn du von großer Höhe springst. Unter anderem Pegasus, die Sphinx und Melaina. Das sind die drei Mounts. Melaina war das Geburtstagsmount, die Sphinx und Pegasus kosten Geld. Das sind die drei besten Reittiere im Spiel und wenn du mit denen runterspringst, dann ist alles gut. Punkt Nummer 16. Ikarus kann eine Barrel Roll machen, also so eine Rolle. Drück die Tastatur oder eben deine Bewegungstasten ganz schnell nach rechts und links und dann macht er das. Ganz süß eigentlich. Punkt Nummer 17. Piratenschiffe jagen Handelsschiffe. Ich habe mir mal die Zeit genommen und ein bisschen das Meer beobachtet und auf einmal passierte da was. Da war so ein Piratenschiff, das hat ein Handelsschiff gejagt und komisch gerammt und dann hat es eine Kehrtwende gemacht und ist wieder gerammt. Das sah echt weird aus. Aber ja, in jedem Fall machen die da richtig Rambazamba auf der Ägäis und das passiert auch mit anderen Arten von Schiffen. Athener und Spartaner bekriegen sich und so weiter und auch Piraten und Athener und Spartaner bekriegen sich. Also da ist alles möglich auf dem Wasser. Punkt Nummer 18. Wenn du eine Seilrutsche nutzt, dann fliegt Staub durch die Gegend. An deinen Händen bildet sich so eine kleine Staubwolke. Auch ein ziemlich süßes Detail meiner Meinung nach. Und all diese Sachen, die addieren sich auf für ein extrem authentisches Gesamtbild. Punkt Nummer 19. Banditen und Soldaten bekämpfen sich. Und zwar auch an Land. Ich habe hier einfach so random einen Kampf gesehen mitten auf der Straße und dachte mir, hey, cool programmiert auf jeden Fall, dass sie nicht nur mich angreifen, sondern sich auch gegenseitig. Das macht die Spielwelt wirklich sehr, sehr lebendig. Es passiert immer was in Assassin's Creed Odyssey. Auch wenn die Spielwelt extrem weitläufig ist. Ich meine, Assassin's Creed Odyssey, das hat viel Kritik dafür einstecken müssen, dass die Leute gesagt haben, die Spielwelt ist zu groß, man verläuft sich da. Da ist einfach zu viel, was da passiert. Können wir das nicht ein bisschen runterschrumpfen auf das Relevante? Und da sind solche Ereignisse umso wichtiger, damit man noch halbwegs was aus diesem Spiel, aus der Größe machen kann und sich das nicht einfach nur aufgeblasen wie ein Luftballon anfühlt. Das waren auch schon die 19 Features in Assassin's Creed Odyssey, die dieses Spiel unglaublich dicht machen, die hier nochmal Authentizität nachliefern und ein bisschen das Ganze lebendig gestalten. Mir gefällt es auf jeden Fall. Schaut gerne nochmal in der Videobeschreibung vorbei, falls ihr an Tennis Clash interessiert seid und ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Video, wenn es heißt Rambazamba in Assassin's Creed Valhalla, Odyssey, Origins und so weiter. Bis später, euer Peter. Und hier natürlich gern die Glocke aktivieren. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.